Endlich lüftet Georgina Fleur das Schwangerschaftsgeheimnis. Im März dieses Jahres kommt zum ersten Mal das Gerücht auf, dass die ehemalige Bachelor-Kandidatin ein Baby erwartet. Ein Insider verrät damals, dass sie nicht an Promis unter Palmen teilnehmen kann, weil sie schwanger ist. Angeblich erfährt sie davon erst, als sie während der Quarantänezeit routinemäßig getestet wird. Ein paar extra Kilo machen für die Fans alles klar. Georgina bekommt ein Kind. Die 31-Jährige selbst dementiert die Nachwuchsnews bisher aber vehement. Bis jetzt. Im Sat.1 Frühstücksfernsehen bestätigt sie die Spekulationen. Ich erwarte ein Baby, ich bin überglücklich, ich freue mich sehr darüber. Tatsächlich ist die Kampf der Reality-Stars-Teilnehmerin auch nicht mehr ganz am Anfang der Schwangerschaft. Sie ist mittlerweile schon im 6. Monat. Doch warum wartet die Mama in Spe so lange mit der Verkündung? Offenbar hat sie Angst vor den Reaktionen ihrer Fans. Die Dubai-Auswanderin vermutet, dass böse Zungen ihr die Vorfreude auf das absolute Wunschkind vermiesen könnten. Dass sie sich am Ende doch dafür entscheidet, an die Öffentlichkeit zu gehen, hat einen einfachen Grund. Ihr habt jetzt Wochen und Monate spekuliert, so langsam kann ich es nicht mehr verbergen und euch entgeht ja sowieso nichts, deswegen dachte ich mir, ich sage es einfach mal geradeaus, ja, ich erwarte ein Kind. Auch wenn sie plant, die ein oder andere Neuigkeit in Zukunft mit ihrer Community zu teilen, hat Georgina eine große Bitte. Sie wünscht sich Privatsphäre für sich und ihr Ungeborenes. Dass ich die Zeit, die Schwangerschaft mit meinem Baby zusammen genießen kann. Über das Geschlecht des Kindes und den genauen Geburtstermin verrät das TV-Sternchen derzeit noch nichts. Dafür gibt es jetzt aber das erste offizielle Babybauchfoto. Für die Fans kommen die News nicht allzu überraschend. Sie entdecken die verdächtige Wölbung am Bauch schon zuvor auf Social Media. Am Tag vor der Verkündung befeuert Georginas Kampf der Reality-Stars-Buddy Sam Dillon außerdem erneut die Gerüchte. Der Grund? Er verplappert sich in seiner Instagram-Story. Bei einer Fragerunde will ein Fan wissen, ob Sam nach der Geburt Patenonkel vom Kind seiner BFF ist. Offenbar ganz unbedacht beantwortet der Prince Charming-Star diese Frage. Nein. Das Baby wächst in Dubai auf, allein deshalb schon nicht. Ups, ob diese Aussage wirklich für die Öffentlichkeit bestimmt ist? Wohl nicht. Aus diesem Grund verschwindet der Post kurze Zeit später vom Kanal des Influencers. Höchstwahrscheinlich denkt Sam bei dem Beitrag gar nicht über die Formulierung nach. Gut möglich aber, dass das versehentliche Indiz die werdende Mutter endgültig dazu bringt, endlich auszupacken. Egal wie. Jetzt ist die frohe Botschaft offiziell und Georgina kann das Babyglück ganz bestimmt auch mit den guten Wünschen ihrer Fans ausgiebig genießen.